So, hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge Best Trading Methode. Und zwar seht ihr jetzt schon die ganzen Verkäufe, es sind genau 24 Stunden jetzt vergangen. Ich habe alles so angeboten mit diesem Mouse Recorder Pro Programm. Das lief richtig gut. Ihr seht hier den Marksman, den ich für 200 angeboten habe, ist natürlich auch für 200 weggegangen. Ist aber nicht weiter schlimm, den entfernen wir mal. So, dann schauen wir mal rein. Fangen wir an beim ersten Hawk für 1100 verkauft. Den zweiten Hawk haben wir für 1200 verkauft. Der nächste Hawk ist auch für 1200 weggegangen. Hawk, alle für 1200 oder 1100. Das lief richtig gut. Jetzt habe ich natürlich nicht mitgezählt, wie viele Hawk das waren. Aber ist ja nicht weiter schlimm. Die anderen sind nicht angeboten. Ich habe das Programm jetzt pausiert. Oh, wir haben ja ein Anker, zwei Anker, drei Anker. Die sind alle für 1400 verkauft. Wie gesagt, den haben wir für 600, 650 geholt. Wenn ihr das selber ausprobiert habt, schreibt es doch mal in die Kommentare, ob es bei euch genauso gut geklappt hat wie bei mir. So, wir kaufen jetzt erstmal nach. Wir haben wieder 14.000 Münzen natürlich. Wir hatten um die 27.000, wenn ich mich richtig erinnere. Aber das ist ja nicht weiter schlimm, denn wir müssen erstmal unsere Transferliste füllen. Die muss erstmal voll werden, bevor wir da Gewinn abschlagen. Wir schauen mal schnell hier rein. Für 600 gibt es keinen, aber ich denke mal für 650, ja. Die Preise sind gerade ein bisschen am Steigen, ist aber nicht weiter schlimm. Wir machen ja sowieso Gewinn. So, ja, jetzt ist irgendwas schiefgelaufen. Ich muss mal schnell neu laden. So, ich habe jetzt erstmal neu geladen. Ich weiß nicht, was da los war. So, wir haben jetzt noch auf der Transferliste 49 Objekte. Ich habe ja die Anker schon eingekauft. So, ich biete die wieder an zu denselben Preisen. Ich habe mir jetzt nicht gemerkt, wie viel Anker das waren. So, bieten jetzt erstmal die drei an. Ich glaube, vier oder fünf waren das gewesen. Gut, kaufen wir erstmal noch Cat nach. Zwei. Drei. Vier. So, viermal Cat. Wir kaufen jetzt erstmal das nach, was ich weiß. Ich meine, ich habe den Hawk jetzt nicht gezählt am Anfang. Aber das könnte ja die Differenz denn sein. So, für 300 Cat. Sieht gut aus für 250. Ja, da bekommen wir keinen, aber wir verkaufen den ja für 800, 500 Gewinn. So, 1, 2, 3, 4. Ich habe wieder nicht aufgepasst. Ich kaufe jetzt einfach 4 nach. Ist ja nicht weiter schlimm. So, einer ist schon drauf. 2. Na, biet hier die 800 an. So, 3 und der 4. So, münzentechnisch sind wir bei 11.000 noch. Und wir haben hier noch 3x Marksman. 700, 700, 700. Ist in Ordnung. Kaufen wir nach. So, 250. Ja, da sind wir drauf, aber ich glaube für 200 gibt es keinen. Nein, okay, für 250 nehmen wir mit 3 Stück. Die habe ich mir jetzt mal gemerkt. Na, wählst du den noch aus? So, okay, wunderbar. 700. Ihr könnt die Preise auch selber bestimmen, ob ihr da ein bisschen mehr drauf macht oder ein bisschen weniger. Also wie gesagt, ich habe jetzt so die Methode damit ausprobiert und so gehen die Karten eigentlich auch immer gut weg zu den Preisen. So, jetzt müssten wir nur noch Hawk nachkaufen. Ich glaube, Hawk geht am besten mit. 600 waren, ja, 600, das sieht gut aus, da kaufen wir erstmal eine ganze Reihe von Eiern. So, wie gesagt, wenn ihr eure Transferliste mit 100 Objekten gefüllt habt, ab da an könnt ihr eigentlich das Ganze zählen mit Gewinn. Das ist dann viel besser. Jetzt sind wir momentan in dieser Phase, dass wir uns die Transferliste aufbauen. Und das dauert meistens so
zwei, drei Tage, bis die dann komplett gefüllt ist. Und ab da an macht ihr nur noch rein gewinnen. Das macht sie dann immer ganz gut. Ihr könnt jetzt auch einfach anfangen, hier alles voll mit Marksman zu hauen. Die kriegt ihr am günstigsten. Und dann habt ihr eure Transferliste relativ schnell voll. So, wir haben noch 7000 Münzen. Ich würde sagen, ich kaufe jetzt noch... Upsala, nicht wegkaufen. Noch ein. So, dann holen wir uns noch zwei Anker. Und wenn wir die dann noch drauf haben, dann versuchen wir so viel wie möglich an Marksman und Cat zu bekommen. Wir können auch gerne andere Chemiestile noch probieren. Das Ganze funktioniert auch mit Spielern, wenn ihr die ein bisschen teurer reinstellt. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass es dies Jahr ein bisschen länger dauert, bis die weggehen. Auf den anderen Account habe ich zum Beispiel Spieler drauf und die laufen jetzt schon 3-4 Tage und da ist gerade mal ein einziger weggegangen. Also das ist nicht gerade das Gelbe vom Ei. Aber wir können auch mal Positionskarten probieren. Das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Aber das machen wir dann erst, wenn wir hier unsere Transferliste voll haben. So, gut, wir haben jetzt noch 4800 Münzen. Und die werden wir noch ein bisschen investieren in Marksman. Bekommen wir den jetzt für 200? Nein, auch noch nicht. Also, für 200, da werden wir uns mal 5 holen. Ich glaube, 5 wäre ganz gut. Dann hätten wir immer noch ein paar Münzen übrig. So. Ja, haben wir noch 3500. So, 700. 700. 700. 700. Ja, passt da auf, auf jeden Fall auf, wenn ihr die Karten anbietet, dass ihr die Preise richtig eingestellt habt. Nicht, dass euch das passiert wie mir in der ersten Folge, dass ihr aus Versehen 150 und 200 die Karten draufstellt. Das ist natürlich blöd, wenn euch das beim Anker passiert oder bei einem Hawk. Das wäre dann ein bisschen blöd. Alle anderen sind ja nicht ganz so schlimm. So, Cat für 250 finden wir nicht. Aber wir können jetzt nochmal 11 Karten hiervon kaufen. Und dann haben wir unsere Transferliste schon fast gefüllt. Ich bin der Meinung, wir sind dann schon bei über 70 Karten. So, genau. So, und dann würde ich sagen, ich biete die wieder 24 Stunden lang an. Und wir sehen uns dann morgen. Ja, morgen würde ich sagen, morgen sehen wir uns dann wieder zum dritten Teil und schauen mal, was wir da verkauft haben. Vielleicht können wir unsere Transferliste füllen, dann mit 100 Objekten und können dann mal die Positionskarten probieren. Wie gut die gehen innerhalb von 24 Stunden. Aber das entscheiden wir dann morgen. So, jetzt kaufen wir noch die letzten Karten ein. Wir sind schon bei 72 Objekten, die auf der Transferliste sind. So, okay. 850 haben wir noch. Na, vorsichtig. So, 850 Münzen haben wir noch, da könnten wir eigentlich nochmal Marksman holen. Cat und Marksman gehen relativ durchschnittlich, nicht über dermaßen gut wie die Hawk-Karten. Aber immerhin, dass wir erstmal die Transferliste voll bekommen. So, Marksman nochmal für 200, nee, 250. Wir könnten jetzt versuchen noch zu bieten, der läuft noch. Aber ne, das warten wir nicht ab. Wir kaufen ein. Drei Stück. Ja, mehr geht leider nicht. So, wir haben dann, wenn wir alles angeboten haben, sind wir bei 79 Karten, wenn ich das richtig sehe. 79, das heißt, wir müssten noch einmal alles verkaufen, so um die 10.000 Münzen. Und dann könnten wir die 100er Transferliste voll bekommen. Ich biete die jetzt so an, stelle dann mein Programm wieder ein und dann sehen wir uns morgen wieder. Also 24 Stunden laufen lassen und dann sind wir gut dabei.
Ich hoffe, bei euch läuft es genauso gut wie bei mir. Wir sehen uns dann morgen wieder. Ich bin erstmal raus. Ich sage ciao, tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.